Hallo, ich bin Daniela Ziegler. Ich möchte ganz liebe Grüße schicken nach Bad Hersfeld zu den Festspielen, die dieses Jahr zwar nicht stattfinden, wie an vielen anderen Orten auch, 2020, no culture. Aber Hersfeld ist für mich ein so besonderer Ort. Es ist für mich der schönste Spielort, den ich kenne. Diese Stiftsruine, unglaublich toll. 60 Meter bis in die Tiefe, bis in die Apsis hinein und ich glaube so ungefähr 30 Meter in der Breite. Und ich habe das immer genossen, dort zu spielen. Ich hatte nie Angst vor dieser Größe und es war wunderbar. Und es ist für mich ein echter Kraftort. Das heißt, ich bin auch, wenn ich nicht Proben hatte oder gespielt habe, bin ich ganz oft hingegangen und habe mich irgendwo hingesetzt, eine kleine Nische oder so, und habe einfach die Atmosphäre auf mich wirken lassen, weil ich gespürt habe, dass dort irgendetwas Besonderes ist. Und das hat mich immer angezogen. Und ich war sehr glücklich, dass ich dort spielen konnte, 1978, 1979, 81 und 95. Seitdem leider nicht mehr. Und es gibt sehr schöne Erinnerungen, zum Beispiel, ich habe in Faust 2 hinten oben in dem mittleren Bogen stehen müssen. Ich habe die Helena gespielt im Faust 2 und aber auch am Ende die Mata Dolorosa. Und dort musste ich stehen. Und ich hatte meinen Hund Ding Ding mit. Und eine Freundin saß draußen mit dem Hund, hat sich aber unterhalten mit irgendwelchen Leuten in der Kantine. Und plötzlich war der Hund weg. Das weiß ich natürlich nur aus Erzählungen. Gott sei Dank. Denn der Hund war heimlich leise hinten an das Gerüst gelaufen, wo man so Leitern hinaufsteigen musste, um in diesen mittleren Apsisbogen zu kommen. Und Ding Ding war schon über die Hälfte diese Treppen irgendwie hinaufgekommen, diese Leitern. Und meine Freundin hat sie dort gesehen und hat einen Wahnsinnsschreck gekriegt und hat gesagt, Gottes Willen, wenn der Hund jetzt neben der auftaucht, und ist dann hoch und hat den Hund runtergeholt. Und das hat sie mir hinterher erzählt. Und ich habe natürlich gedacht, wenn man da oben steht als Mata Dolorosa und plötzlich taucht ein kleiner Hund auf und sagt, hallo, hier bin ich. Das wäre schon sehr witzig gewesen. Also es gab immer wieder sehr schöne Erinnerungen und lustige Dinge, die passiert sind. Zum Beispiel auch, als ich meine erste Rolle gespielt habe, Lilith Sabina, und wir sind noch einmal davon gekommen, hat es furchtbar geregnet bei der Premiere. Es war das erste Mal dort an diesem Ort, diese Rolle, wunderbar, schön, die Verführerin des Mr. Anthropus in Wir sind noch einmal davon gekommen. Und zu Beginn hat sie einen großen Monolog und ich sollte, so hat Günther Fleckenstein das inszeniert, die Bühne fegen als Dienstmädchen. Jetzt war es aber so nass und da stand zufällig so ein Stiel mit unten so einem eine Art Schrubber, aber mit so einem Gummifalz, wo man so Wasser wegdrängen kann. Und dann habe ich einfach dieses Ding genommen und habe erstmal so das Wasser, was schon auf der Bühne stand, so habe ich das erstmal so weggeschobt, ja, und hatte damit einen ungewollten, aber ich hatte einen Auftrittsapplaus und das war natürlich ein wunderbarer Einstieg und das ist, ich war wahnsinnig erschrocken darüber erstmal, weil damit hatte ich nicht gerechnet. Und dann war das aber wie so eine Bahn-Schmierseife, wo ich dann sozusagen drauf spielen konnte. Wunder, wunder, wunderschön. Also ich habe einfach immer schöne Zeiten dort gehabt und es war einfach auch wunderbar, wirklich diese Rollen dort zu spielen, also Shakespeare dort zu spielen oder auch zu singen in diesem Stück Richter von Salamea, das war ein ganz, oder Faust 2 mit Volker Lechtenbrink als Faust und ich als Helena. Also wunderbare Sachen, die wir dort machen durften. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ich mal wieder dürfte. Aber das liegt an vielen Dingen, dass es manchmal nicht geht oder dass es keine Rollen gibt, die man spielen kann, weil das Konzept anders ist. Aber nichtsdestotrotz schicke ich viele Grüße und ich hoffe, dass es nächstes Jahr, also 2021, wieder ein wunderbares Festspieljahr wird, wo ich wieder, wie fast jedes Jahr, als Zuschauer komme. Und da freue ich mich sehr drauf und ich grüße alle, die das jetzt sehen und ja, ciao, ciao. Macht's gut.